Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der SMT in Nürnberg. Ich begrüße heute bei mir Herrn Römer von der Firma ATE Care. Grüß Gott. Guten Tag, Herr Römer. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Könnten Sie uns zuerst eine kleine Einführung in Ihre Firma geben? Gerne. Die Firma ATE Care beschäftigt sich mit dem Thema Tests in der Elektronikproduktion. Wir sind also in der Inspektion, in der Analyse, in dem Test im gesamten Feld der Produktion der Elektronik unterwegs und das in einem sehr, sehr breiten Feld. Also in jeder Station des Produktionsablaufes gibt es bei uns Testmöglichkeiten. Sie sind eine deutsch ansässige Firma? Wir sitzen in Deutschland in der Nähe von Dachau, haben wir ein Demo-Center, wir haben eine kleine Niederlassung in der Schweiz und ein kleines Büro für Service im Norden von Deutschland. Test ist natürlich ein sehr großes Thema, beziehungsweise Qualität ist ein sehr großes Thema. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Ja, das ist ein sehr, sehr dynamischer Markt in dem Bereich. Die Nachfragen sind sehr groß. Der Markt verändert sich auch entsprechend der Produkte, der Qualitäten, die gefordert sind und natürlich auch neuen Anlagen, die neuen Produkten, die gefragt sind. Gerade die Anforderungen aus dem Automotive-Bereich sind natürlich ganz andere als in Medizin, Militär etc. Wir sind aber in all diesen elektronischen Feldern zu Hause. Und haben Sie dann dafür verschiedene Lösungen oder ist das eine Lösung, die auf alle zugeschnitten wird oder auf alle passt? Das wäre schön, sowas gibt es überhaupt nicht, keine Chance. Also es ist das wirklich so, dass die Testlösungen, sagen wir mal, zusammenpassen müssen. Es muss auch eine Testlösung für den Geldbeutel sein, die zum Produkt passen. Und wir sind unterwegs, dass wir wirklich sagen, von der passenden Inspektion über die optische Inspektion und das Röntgen, was mittlerweile ein Thema geworden ist, tun wir da sehr, sehr vieles und auch in einer Bandbreite sehr, sehr vieles. Und es geht natürlich weiter auch in den elektrischen Test bis hin zum Funktionstest. Wenn wir jetzt ein bisschen über die geografischen Märkte sprechen, sind wir jetzt hier in Deutschland und Deutschland ist ein sehr starker Markt, aber schauen wir ein bisschen über Deutschland hinaus. Welche Märkte sind dort für Sie am wichtigsten und welche sind Wachstumsmärkte für Sie? Ja gut, wir sind hauptsächlich im deutschsprachigen Bereich unterwegs. Es gibt natürlich schon auch noch Anfragen, insbesondere im europäischen Bereich für uns, denen wir entsprechend folgen. Und wenn Sie dann nach Osteuropa schauen, sind durchaus auch Länder wie Polen oder Rumänien zum Beispiel sehr, sehr interessant. Wir arbeiten mittlerweile, wie soll ich sagen, von Frankreich bis in die Ukraine. Also wir sind auch querfeld in Europa unterwegs, aber begrenzen unser Angebot im Wesentlichen aber auf Europa. Und wo sehen Sie jetzt zukunftsmäßig die Trends? Ich hoffe in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, natürlich auch im deutschsprachigen Bereich. Wir haben gute Kundschaft auch in der Schweiz, wir haben gute Kundschaft auch in Österreich und ich kann durchaus sagen, auch in Osteuropa kann man sehr, sehr gute Kunden finden, die mittlerweile auf dem höchsten Niveau auch produzieren und natürlich auch die Qualität nachweisen müssen, also auch entsprechend inspizieren und testen müssen. Also es geht weiterhin aufwärts und das Thema Qualität ist auch weiterhin immer ein sehr prominentes Thema, richtig? Das ist sehr richtig so. Gut, dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Besten Dank.